Hi Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe jetzt schon einige Wochen nichts mehr hier auf YouTube hochgeladen. Das hatte den Grund, mein Mikro war kaputt und ich habe das zur Reparatur geschickt und jetzt habe ich es endlich wieder und kann jetzt auch endlich wieder Videos drehen und habe gedacht, ich starte mal meine unfreiwillige Pause mit einem ganz... Nein, ich starte nicht meine Pause. Ich beende meine unfreiwillige Pause mit einem lustigen Video. Für mich zumindest. Für euch bestimmt auch. Einige vielleicht. Ich habe einen ganz besonderen Knall. Einige von, die mir auf Instagram folgen, die kennen mein Dilemma. Und zwar kann ich irgendwie oft Beauty-Produkte einfach nicht anrühren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall immer wieder irgendwelche Produkte nicht benutzen. Es ist wirklich teilweise echt schlimm. Es war mal schlimmer, als es jetzt ist. Also ich muss sagen, ich habe mich schon gebessert. Aber es ist trotzdem so, ich verliebe mich in Produkte, dann kaufe ich sie mir und dann liegen sie hier rum. Ich gucke sie an und denke, oh nein, ich kann sie nicht benutzen. Ich kann sie nicht benutzen. Woran das liegt, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe erst gedacht, es liegt an einem hohen Preis, aber es gibt auch viele günstigere, preiswertere Produkte, die ich auch einfach nicht benutzen kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele hochpreisige Produkte, die ich auf einmal benutze. Wie jetzt zum Beispiel neulich erst die neue Metallic Strobe Lighting Palette von Hourglass, die ich auch sofort benutzt habe. Also, woran es liegt, I don't know. Auf jeden Fall, vor einem halben Jahr sah das Ganze noch viel, viel schlimmer aus. Ich hatte so einen riesen Stapel an unbenutzten Produkten hier liegen. Und ich konnte sie einfach nicht benutzen. Ich muss sagen, ich habe viele, viele aussortiert. Ich habe einige Huda-Paletten aussortiert. Ich habe Colourpop-Paletten aussortiert. Oh, Lippenstifte, ach, alles Mögliche, weil ich es einfach nicht benutzt habe. Ich hätte es gerne behalten und hätte es auch gerne benutzt. Aber ich kann es einfach nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt noch einige Produkte hier in meiner Sammlung, von denen ich mich nicht trennen möchte. Und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Ich habe jetzt keine bestimmte Reihenfolge, welche Produkte ich jetzt hier vorstelle. Ich greife jetzt einfach mal in meine ausgewählten Produkte hier. Ich würde sagen, wir fangen an mit einer Palette von Dior. Das ist die Dior Backstage Glow Face Palette. Ich finde die so schön und die stand einfach schon Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Ich wollte sie unbedingt haben und ich glaube, ihr könnt auch erkennen, sie ist so schön. Sie wird immer wieder bei diversen Beauty-Accounts erwähnt, wie toll sie wäre. Die Highlighter sehen wohl sehr, sehr toll aus. Ich glaube es auch. Aber ich kann es einfach nicht, kann sie immer noch nicht benutzen. Ich habe sie jetzt ungefähr seit 2 Monaten in meiner Sammlung und ich habe auch schon Fotos gemacht, Produktbilder und war wirklich bereit, sie zu benutzen. Ich höre mich selber schon, was ich für einen Knall habe. Naja, auf jeden Fall, ich konnte es nicht benutzen. Ich vermute, dass es an der wunderschönen Prägung liegt, dass ich das nicht benutzen kann. Aber ja, im Moment liegt dieses Schätzchen noch unbenutzt in meiner Schublade und hoffe darauf, irgendwann mal benutzt zu werden. Ich bin optimistisch, dass ich es irgendwann mal schaffe, aber im Moment kann ich es erstmal nur mal angucken. Ja, machen wir weiter womit machen wir jetzt weiter? Mit einer Lidschattenpalette. Und zwar ist die von Colourpop. Und zwar ist das die Flutterby Palette. Das Packaging ist schon so schön mit diesen Schmetterlingen, mit diesem Violett und dann auch mit diesem schönen Glitzer. Und so wunderschön sieht diese Palette aus. Und so wunderschön sieht sie auch unbenutzt aus. Ich kann mir bei dieser Palette wirklich nicht erklären, warum ich sie bisher noch nicht benutzt habe. Ich möchte sie unbedingt benutzen, aber im Moment kann ich es noch nicht. Und ich wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, ich kann es mir nicht erklären, weil eigentlich sollte man Colourpop-Paletten benutzen. Vielleicht liegt es daran, nein, ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann benutzen kann und werde sie auf jeden Fall nicht aussortieren. Die bleibt in meiner Sammlung. Dann haben wir noch eine weitere Palette und zwar ist das die Lolita Pore Vida Palette von Kat Von D. Jetzt heißt die Marke ja KVD, Vegan Beauty, glaube ich. Und die habe ich mir Ende letzten Jahres gekauft und habe mich wirklich sofort in diese Palette verliebt. Das war wirklich Love at First Sight und ich wollte sie auch benutzen.
Aber auch hier hat mich irgendwas dran gehindert. Ich glaube, bei dieser Palette liegt es daran, dass ich noch keine schönen Produktbilder gemacht habe. Ich habe zwar immer wieder einen Versuch gestartet, aber die haben mir irgendwie nicht gefallen. Und dann ist sie immer tiefer in meiner Unbenutzt-Schublade verschwunden, dass sie da immer noch sehr gut lebt. Ich möchte sie aber eigentlich gerne benutzen, weil mir gefällt einfach die Farbzusammenstellung wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin mir auch wirklich sicher, dass ich mit dieser Palette mich auch viel schminken würde, weil alles so, dieses Gesamtbild von dieser Palette ist einfach so schön und spricht mich total an. Aber ich weiß nicht, warum ich sie nicht benutzen kann. Ich kann es euch nicht erklären. Es ist ganz, ganz schlimm bei mir, wirklich. Ja, dann haben wir noch eine weitere Lidschattenpalette. Also ich muss sagen, ich habe in meiner Sammlung noch ein paar weitere Lidschattenpaletten, die ich noch nicht benutzt habe. Aber bei denen bin ich mir sicher, dass das nicht in mein Syndrom fällt und dass ich die auf jeden Fall benutzen werde. Nur weil ich immer mal wieder neue Sachen kaufe, neue Sachen zugeschickt bekomme, fallen die halt immer tiefer in meine Schublade, dass ich sie dann quasi nicht vergesse, aber sie halt erstmal hinten dran stelle. Sind überwiegend Colourpop-Paletten, weil ich habe immer den Eindruck, da man sowieso aktuell auch wegen der Situation nicht bei Colourpop bestellen kann, ja, brauche ich jetzt auch nicht darüber zu berichten. Und sowieso habe ich manchmal den Eindruck, dass das Interesse jetzt hier in Deutschland nicht mehr so riesig ist bei Colourpop, weil es einfach so schwierig ist zu bestellen. Und deshalb wir haben viele Paletten, die ich noch habe, liegen in meiner Schublade, aber die werde ich auf jeden Fall noch benutzen. Aber ja. Kommen wir zurück zu meinen Knallprodukten. Dann haben wir hier nämlich auch die Huda Beauty New Nude Palette. Die habe ich zum Beispiel schon in meinen Sale gepackt, weil ich sie einfach nicht benutzen kann. Ja, ist ja logisch, ne? Ich finde sie wirklich sehr schön, diese Palette. Aber sie sieht halt auch unbenutzt so wunderschön aus. Und das ist bei der Palette echt besonders schlimm, dass sie einfach so schön unbenutzt aussieht. Und ich habe einen Tube von der New Nude Palette und die sieht halt benutzt echt doof aus. Und ich befürchte, dass das bei dieser Palette auch so ist. Naja, es ist so, es ist wie es ist. Ich kann es nicht ändern, so ist es halt. Dann machen wir mal weiter mit einer Natasha Denona Palette. Und zwar ist das die Tan Bronze and Glow Palette. Eine wunderschöne Palette, die Ewigkeiten schon auf meiner Wunschliste stand und die ich mir dann im Winter dann gekauft habe. Und ich finde sie so schön und ich möchte sie unbedingt benutzen. Aber im Moment kann ich sie einfach noch nicht benutzen und ich weiß einfach nicht warum. Es ist so schlimm und mir ist es eigentlich echt peinlich, wenn ich jetzt hier darüber spreche, weil ich einfach überhaupt keine Erklärung dafür habe, dass ich die Produkte nicht benutze. Vor allen Dingen ist es so, wenn ich dann die Produkte auch benutzt habe, ich habe ja schon etliche Produkte benutzt, dann tut es mir auch nicht weh, in die Sachen reinzupatschen und benutze sie auch gerne. Also ich habe keine Ahnung, warum ich da so komisch bin. Naja, back to the Natasha Denona Palette. Ich finde sie einfach sehr schön. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob sie für meine Haut, für meinen Hauttyp passend ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich sie noch nicht benutze, dass ich immer noch unschlüssig bin, ob sie für mich geeignet ist. Und deshalb habe ich sie jetzt immer noch unbenutzt hier liegen, weil ich mir dann denke, vielleicht verkaufe ich sie dann besser. Also ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit der Palette. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie für mich passend ist. Dann haben wir noch eine weitere Palette von Natasha Denona und zwar ist das die Bloom Blush and Glow Palette. Die stand auch Ewigkeiten auf meiner Wunschliste und die habe ich mir dann auch letzten Winter gekauft und ich finde sie wirklich richtig, richtig schön. Und hier bin ich mir eigentlich schon sicher, dass ich sie irgendwann benutzen werde, aber im Moment sieht sie unbenutzt einfach noch so schön aus. Ich bin auch wirklich ganz, ganz schlimm, was Prägungen und Drucke und so weiter angeht. Also sowas hier ist dann für mich immer ganz, ganz schwierig. Ja, schönes Teil und ich hoffe, dass ich es doch irgendwann mal benutzen werde. Dann machen wir doch mal weiter. Also ich zeige euch gleich als letztes zeige ich euch mein ganz besonderes Schätzchen, was ich nicht anrühren kann. Einige von euch wissen wahrscheinlich schon, um welches Schätzchen es sich handelt. Aber bevor wir zu diesem besonderen Schätzchen kommen, zeige ich euch noch ein paar Lippenstifte, die ich auch nicht benutzen kann. Und zwar haben wir hier einmal von Huda Beauty einen Lippenstift, der da heißt Anniversary. Und
Ja, ich habe so mal ein Problem mit den Huda Beauty Lippenstiften, weil die einfach so schön unbenutzt aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ach, es ist diese Prägung. Na, Prägung hat es ja gar nicht, aber dieser Effekt, dann ist es so schön geschnitten. Das sieht unbenutzt einfach so schön aus. Aber eigentlich sollte man das benutzen, weil das kostet ja auch alles Geld, ne? Dann haben wir hier einen Lippenstift von KKW Beauty. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht benutzen kann. Bisher konnte ich ihn noch nicht benutzen. Ich weiß, also für mich ist das noch nicht mal so ein Lippenstift, der so sonderlich schön aussieht. Aber bisher habe ich den einfach noch nicht benutzt. Den habe ich mir letztes Jahr, also jetzt im Winter in Amerika gekauft, weil ich einfach mal die Marke austesten wollte. Und seitdem wandert der von einer Schublade in meine Schminktasche, will benutzt werden und so weiter hin und her. Dieses Teil ist noch unbenutzt. We will see. Vielleicht kann ich ihn ja doch benutzen, obwohl ich hier einfach nicht verstehe, warum er noch unbenutzt ist. Dann kommen wir zu Pat McGrath. Ich weiß gar nicht, ob der Name so ausgesprochen wird. Kennt ihr die Marke auf jeden Fall? Auch eine High-End-Marke mit ganz tollen Produkten. Und hier habe ich einen Lippenstift, der da heißt Major Red. Das ist einfach, ach, ich weiß auch nicht, auch schön unbenutzt. Die sind affenteuer. Vielleicht liegt es daran, dass ich den nicht benutze, weil er einfach so teuer ist. Und wenn ich ihn benutze, dann bin ich enttäuscht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt er auch noch unbenutzt darum. Eigentlich ist sowas nichts für mich. Sowas darf ich mir einfach nicht kaufen. Ja, jetzt kommen wir dann auch zu meinem letzten Produkt, das ich nicht benutzen kann. Und zwar ist das ein ganz besonderes Schätzchen in meiner Sammlung. Die oder der Anastasia Beverly Hills Amrezy Highlighter. Der war, ist LE, den gab es vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß es nicht. Ich habe ihn mir damals in Amerika gekauft und war mir ganz sicher, dass ich den benutzen werde, bis er dann in meinem Paket, das ich bestellt habe, angekommen ist und ich dieses wundervolle Schätzchen dann in meiner Hand hatte. Dann habe ich mir gedacht, diese Wellenoptik sieht ja schon schön aus, so unbenutzt, so schön glatt, so schön, so schimmernd. Dann ist auch noch LE, gibt es nie mehr wieder. Pack ihn in deine Schublade und guck ihn nur an und himmel ihn an und dann pack ihn wieder rein. Das ist so lächerlich, was ich hier alles sage. Aber so ist das bei mir. Auf jeden Fall, dieses Schätzchen ist wirklich ein richtiger Beauty-Schatz. Und ich finde ihn unbenutzt wirklich schön und ich möchte ihn eigentlich so gern benutzen, aber es. Ich weiß es nicht, ich kann ihn nicht benutzen. Aber auf jeden Fall, das ist das schlimmste Produkt in meiner Sammlung. Aber ich muss sagen, dieses Ausmaß hier ist wirklich nicht mehr so schlimm. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Ich habe echt viel, viel mehr gehabt, das ich nicht anrühren konnte. Und ich habe auch viele Sachen mittlerweile benutzt, bei denen ich gedacht hätte, dass ich sie nie benutzen werde. Und deshalb, ich mache mich, also es wird, aber irgendwie habe ich diesen besonderen Knall. Ich weiß von Instagram, dass es einige gibt, die auch so ein bisschen so einen kleinen Tick haben und fühle mich dann immer ein bisschen welcome. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich euch mal zeigen, was ich hier für einen besonderen Hau hier oben in der Birne habe. Es ist eigentlich völlig lächerlich und ich kann es nicht verstehen und ich kann auch verstehen, wenn ihr denkt, die hat einen Knall, die Alte. Aber ich wollte es euch eigentlich mal zeigen, weil ich werde auf Instagram immer wieder mal gefragt, ob ich denn mal die Produkte zeigen könnte, die ich nicht benutzen kann. Ja, und here we are, hier sind die Produkte und ja, dann sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, gerne auch ein Abo. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut und bis bald. Ciao.